Die besten Internetreaktionen zu Jan Böhmermanns Vera Fake. Irgendwann kommt mal raus, dass bei Alarm für Cobra 11 keine richtigen Polizisten mitspielen. Ich wollte eigentlich gerade ein Porno angucken, aber das ist geiler. Ich stelle mir gerade vor, wie Vera entwehen die Mayo-Pommes aus dem Mund auf den Dönerteller mit extra Soße fallen. Danke für das Bild im Kopf, Robert. Sind Sie geistig minder bemittelt? Banane. Also nein? So einen Shitstorm hatte Vera noch nicht mal nach 4 Bechern Activia. Ah, Thomas, du kriegst heute auf jeden Fall den 2. Platz des Internets. Du zeigst Asozialen, dass es Asoziale gibt, die Asoziale verarschen, damit sich Asoziale besser fühlen. Juhu! Live-Bilder aus dem Büro von RTL. 150 Euro Aufwandsentschädigung für 30 Drehtage. Oder wie wir bei den Rocket Beans sagen, branchenüblich. Das kann er doch nicht machen. Ich meine, das wäre ja wie allen Kindern gleichzeitig zu sagen, dass es keinen Weihnachtsmann, keinen Osterhasen und keine Zahnfee gibt. Ich fand Vera entwehen schon scheiße, da hat die noch mittags statt abends Menschen bloßgestellt. Hipster-Alarm! Das ist besser als das WM-Finale 2014. Werde ab sofort meinen Bierkonsum im Alltag auf 8 Bier pro Abend erhöhen, da das laut RTL vollkommen unbedenklich ist. Hand aufs Herz, ihr habt doch Markus Lanz zum ZDF eingeschleust. Komm, Böbi, jetzt klär doch bitte noch auf, dass die AfD auch ein Fake ist. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Acht Bier sind kein Bier. Alte TV-Schule. Es sind die kleinen Dinge im Leben. Wie zum Beispiel jetzt in diesem Moment kein RTL-Mitarbeiter zu sein. Und RTL so... Als nächstes kommt raus, dass Vera eine Prinzessin ist, die von RTL einfach nur scheiße geschminkt wurde. Alle Frauen... Moment. Alle Frauen, die sich für Robin bewerben wollten, dürfen sich übrigens ab jetzt vertrauensvoll an mich wenden. Küsschen. Besser kann ich die wandelnde Bassbox nicht imitieren. Wenn du denkst, du hast einen beschissenen Tag, dann stell dir einfach vor, dass du der Produzent von Schwiegertochter gesucht bist. Mittlerweile übrigens alle gefeuert. Zurecht. Ich gönne es, während wen jeden Morgen in den Spiegel schauen zu müssen. Keine Sorge, RTL, wird geklärt von den Trovatos? Alter, keine Ahnung, ich guck den Scheiß nicht. Wenn ihr findet, dass das ganz, ganz nett von mir war, dass ich die ganzen Reaktionen gesammelt habe und ihr faulen Schweine das nicht machen musstet, dann könnt ihr ja ein Like da lassen. Wahrscheinlich werde ich öfter solche Reaktionsvideos machen, deswegen könnt ihr unten auch den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr die neuen nicht. Hier könnt ihr jetzt nochmal schauen, wie wir Robin an seinem Geburtstag im Buchenwald ausgesetzt haben. Reingehauen, ihr Niffer.